Was geht, Leute? Heute gibt's mal wieder einen schönen Stream. Ich dachte mir, ich hab so lange nicht leider Internetprobleme gehabt, dass ich mich jetzt spontan dazu entschieden habe. Ich nehme heute einfach mal mit. Wir zocken Final Fantasy. So, das läuft alles wie geplant. Ich habe schon mal reingezockt, wie man sieht. Kapitel 2, das erste war mehr so alles Tutorial-mäßige, wie mache ich was, die Stars Ananas. Noch keine wirkliche Hintergrundgeschichte, aber das sollte jetzt ja demnächst mal passieren. Also ganz ohne Sinn und Verstand, glaube ich, ist das Game nicht. Ah, graue Böden, graue Wände. Die Inneneinrichter waren aber nicht sehr kreativ. Wir gehen erstmal spazieren. Das können wir am besten. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt. Findet ihr nicht? Ja, dann wasch dich. Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Ich hab's gecallt, Alter. Ich hab's gecallt. Na, nimm die Dusche. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Und warum sehe ich keine bunten Farben? Makroverdächtigung. Katalyse. Ob's am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Ja, natürlich, hier fällt zu alles Hause zusammen und wir krabbeln durch sowas durch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Oh, eine schöne Kiste. Ist es noch weit, Wedge? Nur noch ein Stückchen. Ja, ja, wir können mal warten. Ich muss erstmal ein bisschen einsammeln hier. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Ja, ich bin bald hinter bin euch. Ich bei dir, Marlene. Ich decke euch den Rücken. Bin ich bei dir. Ach, jetzt kann er auch endlich wieder ordentlich sprinten. Wird aber auch Zeit. Der Sprengsatz ist scharf. Ey, uns fällt die Decke auf den Kopf und uns zündet ein Sprengsatz. Hat den Sprengsatz. Jo. Intelligent gleich null. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. Alles klar. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Schön warm hier. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich in Sicherheit. Wir fallen auch gar nicht auf mit dem kleinen Messer im Rücken. Wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl zu viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Natürlich. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Alter, du hast aber ich merk's schon. Wie der Planet fängt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Wie eine Wippe. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Können um all töten? Das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Ich nehme die Kiste noch mit, also lauft schon mal vor. Ist gar kein Problem. Steht hier noch irgendwas rum? Ne? So. Vielen Dank. Wir nehmen die letzte Bahn aus Sektor 8. Ach, schön, dass ihr gewartet. Wir treffen uns im Zug. Bis später. Oh nö, nicht. Oh nö. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende.
Was geht, Clemmy? Ich sollte schon beide Sticks benutzen. Ich bin fest von mir überzeugt. Klapp, klapp. Ah. Sowas hast du sicher schon gesehen, oder? Ja, natürlich. Eine Heilmateria. Na klar doch. Hätte ich auch gewusst. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, hier, nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Arschlochmodus an, ganz klar. Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Bist ja ein echter Poet. Nettigkeit in Person. Danke auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen kannst. Ausrüstung und Materia. Du kannst Materia und Waffen rüsten. Waffen und Rüstung einsetzen, meine Güte. Ja, du, typischer Sonntag, ist bei mir nichts anderes. Ich habe heute, glaube ich, bis 1:30 gepennt oder so. Also, irgendwie hat mein Tag erst heute Mittag angefangen. Probier es aus und nehm Materia rein ins Panzerschwert. Ja. Ausrüstung und Materia. Drücke Dreieck, um Einsatz von Materia zu beginnen. Oben sind Materia für Waffen und unten für Rüstung. Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Wir nehmen. Ja, immer rein da. Kannst du neue. Ach, okay, neue Magie, alles klar. Ja, verschiedene Sachen, das Übliche. Alles klar. Kann ich auch. Ach, guck mal, hier kann ich. Armreif des Dons. Ja, gleich mal reinnehmen, ne? Gab's im Spiel dazu. Und hier haben wir noch was Schönes gefunden. Achso. Bewahrt einmal im Kampf vor Kampfunfähigkeit. Und verringert den Schaden durch Feuer, Eisblitz und wird. Ja. Doch, ist. Jo, alles klar. Ich kann morgen zum Glück ausschlafen. Wir hören uns auf jeden Fall. Tüdelü. Ich würde gerne noch mal was irgendwie die. Ja, werden wir später noch erfahren. Setz dir ein, wenn es plötzlich wird. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay, dann bis später. Wow. So, jeder für sich, das ist völlig in Ordnung. Wieso hilft die Garde uns nicht? Soll ich zum Bahnhof? Ach, die können ja nicht sprechen. Da steht der Bahnhof noch dabei. Cloud, hier lang! Hier oben! Hier oben, ja, wo ist hier oben? Nach oben, hab ich gesagt! Nicht da lang! Nach rechts! Gibt es Notunterkünfte? Was soll das werden, Cloud? Rauf auf den Schutz! Alter, ich weiß nicht, wo du hin willst. Hoppe. Nach oben, hab ich gesagt! Noch etwas mehr nach links! Orientierung, würde ich mal sagen, ist nach gleich oben, null. Hab ich gesagt. Ist was ja soll das werden, Cloud? Boah, halt doch mal die Klappe, Alter. Oh. Ja, hinter der Treppe ist ziemlich bröckelig. Pass auf, okay? Ja. Ich wollte mal. Da war ich doch eben schon, da hast du mich angemault. Dumme Planspur. Pass auf! Ja, das war alles fein. Guck mal, ich habe auch nicht mal wieder einen Pfeil. Was? Was ist denn? Alles klar, wird mich jetzt hochgegangen. Ja, Apfel. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hoch. Mal gucken hier. Alles voller Schutt. Nö, natürlich nicht. Der Bahnhof steht. Jawohl. Mein fertiges Fass erwartet.
Hast du? Natürlich. Immer her damit. Wochenrückblick. Du, ich will das sagen, ne, aber nach dem Feuerchen. Richtig auf jeden Fall. Das kann nicht sein. Wieso? Ist ja auch. Ach was, das ist sogar eine Karte. Warum dachte man das denn keiner? Träume ich? Das wäre ja zu much gewesen hier irgendwo. Hey, warte doch mal auf mich, ich kann nicht so schnell. Erst mich blöd angucken und dann das. Warte! Ich will nichts sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl. So kommen wir nicht voran. Schiebung. Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Nö. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Du willst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Alter, was ist denn das hier für Sprünge, Alter? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. Junge, dein Ernst? Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Nein. Komm schon. Es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Jawohl. Halt dein Maul! Ja! Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Alles klar. So harten Schwertschwung, dass sämtliches Feuer ausgegangen ist. Das ist so realitätsnah. Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Da wissen wir jetzt, wo es lang geht, ne? Theoretisch. Na, wir haben zumindest schon mal eine Karte. Die Kamera ein bisschen weiter weg haben. Ja.
Das wurden hier auch Bomben gelegt. Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Nehmen wir die Treppe. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin ein kleiner Einschussgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Ich habe auch keine Mutter mehr, also aufhören zu reden. Ich habe gerade erfahren, dass meine getötet wurde. Durchbohrt. Ich wiederhole. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Die Schnellstraße in Sektor 8 sowie die Gebiete darunter wurden zu Gefahrenzonen erklärt. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich. Nicht so geplant. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin Angst. Ich habe Angst. Gebäude sind nicht. Mama, ja, kann ich mein Spielzeug holen? Guck mal hier, die nehmen wir. Yay, endlich mal ein Heiltrank. Genau. Hör auf deine Schwester. Ey, du bist ein fucking Muskelprotz. Warum nimmst du nicht einfach den kürzesten Weg und springst runter? Loveless AG. Ah, so Loveless hier ist ja dann aus. Das leuchtet denn da? Der Gesuchte darf nicht entkommen. Also auch schon wachen. Ich wusste, dass sowas irgendwann passieren würde. Ich hoffe, sie schnappen diese Verbrecher. Er muss irgendwo hier sein. Ich erreg besser keine Aufmerksamkeit. Gut, wir kommen da auf keinen Fall lang. Bis hierher kommt das Feuer nicht, oder? Nein, ihr seid alle sicher. Alles klar, das macht jetzt in meinem Kopf so richtig Sinn. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier, für dich. Oh, danke. Eine Blume? Ja. Nee. Als Dank. Nee, eine Kartoffel. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Annehmen. Das habe ich jetzt aber gehört. Jo, was macht das? Was macht das? Kommt auf den Kunden an. Der Preis variiert. Aber für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Natürlich. Steck sie mir einfach an. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Ah, du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Ey, was ist denn das für eine Story? Alter. Der Narko-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen und...